Servus und willkommen zum neuen Video. Wir sind die Free Kickers und heute haben wir für euch das neue Skystalker Pack von Adidas in einer Challenge. Mit dabei sind der Nemesis, der X, der Copper und der Predator, der den Ace ersetzen wird. Ja, und mal schauen, wie wir heute uns schlagen. Let's go, ne? Und am Ende könnt ihr sogar was gewinnen. Und zwar, der Verlierer gibt seinen Schuh ab. Oh shit. Nein! Aber er ist raus. Also, ich bin ja raus, ne? Okay, ich bin im Tor. Du bist ja schon so Verlierer. Das heißt, ihr könnt einen von diesen drei Schuhen gewinnen. Wenn ihr dran bleibt. Ja. Viel Spaß beim Schauen. Jetzt kommen wir zur ersten Position. Das ist meine Position, weil ich den X habe, den Chaos-Schuh. Und wir versuchen, den Ball so hart wie möglich ins Tor zu schießen. Derjenige, der den härtesten Schuss hat, der reingeht, gewinnt die Challenge. Und dann gehen wir zur nächsten Position. Nix kann er. Ah, die sind so kalt, die Hände. Jetzt fangen die Bälle. Ich brauche Wärmetaschen. Ui. Ui. Aber 69. 69. Jetzt ist er angenockt. Ah. Ja, das klappt vielleicht bei Max. Also Torwart, Mann. Ist da los, Messgerät, aber 63. Immerhin mal ein Wert. Ja, besser als gar kein Tor. 73 Uhr. Jetzt kommt Konzi. 120 Kamera, komm. Da oben hin. Ja, es kommt. Was geht? Ist geliefert. Oh! Oh! Oh. Oh. Ja, Schatz. Nein! Oh! 72. Oi, oi, oi. Morduk. Oi, oi. 78. 78. Ja. Oh, alles klar. Direkt zu WM geflogen, nach Russland. Komm mal, Lukas. Aber 90. Knuckleball. Aber 78. An den Knöchel. 72. 72. Okay. Russland. Okay, doch. 63. Ist aber auch schwer. Wir kommen zur zweiten Position. Links und rechts haben wir im Tor zwei Ziele. Wer diese trifft, gewinnt die Challenge instant. Ansonsten, wer mehr Tore erzielt. Wir schießen von der Mitte. Ich spiele mit dem Predator. Mal schauen, ob ich damit gewinne. Predator Challenge. Predator Challenge. Konzi hat den ersten Schuss. Ja. Konzi, fängst du an? Ja, bereit? Ja. Siehst du? Ah. Also Leute, es zählt zwar auch die meisten Tore, wenn niemand den Ring trifft. Aber ich sage, ich treffe jetzt einfach den Ring. Ui! Wow. Konstantin Herr, AK The Machine! Junge! Boom! Nachschuss, Konzi! Wow! Winner! Mit links? Ich hätte ihr gönnt. Man muss auch mal was riskieren im Leben. Also. Junge! Diese scheiß Ring trifft er nicht, aber die Kammer. Ich hab diese FK-Tage richtig vermisst. So macht's echt Spaß. Ist am Arsch. Nein! Alles okay bei dir? Oh, mein Gott! Das war sehr, sehr, sehr knapp. Wolleck! Komm, Konzi! Ja! Oh, der war fast! Ja, war der nicht? Der war nicht. Nee, der war nicht. Der war nicht. Also Leute, die Challenge geht jetzt lange genug. Jetzt ist mal Schluss mit uns. Take 17, bitte. Ey, wenn du jetzt nicht triffst, Digga. Das wär ich geil. Wenn du jetzt nicht triffst. Die Challenge wird gar nicht wertgeschätzt. Es ist so schwer da oben. Ich schieß links oben hin. Okay. Ja, siehst du, der Ball ist trotzdem drin. Oh! Wonder Save! Oh mein Gott, Konzi zieht sich aus. Hey, die Gruppe hat noch. Oh! Oh, shit! Immer noch kacke, ich zieh die Jacke wieder an. Okay.
Nope. Nope? Nope. Ich hab's dir gegönnt. Ich hab's dir gegönnt. Boy! Holt er den weg? Ah, der war zu locker, der Ball. Ja, ja. Nein. Ja, Carlos steht da und... Ja, warte. Ja, ja. Nee, ja. Oh, nee. Schade. Also. Ah, okay. Oh, der war nicht. Der war aber nicht. In der dritten und letzten Challenge geht es um den Nemesis. Es geht um Agilität und Torgefahr. Wir spielen einen Doppelpass mit einem Mitspieler, nehmen den Ball dann einmal mit und versuchen vorm 16er zum Torabschluss zu kommen. Gewonnen hat am Ende derjenige, der die meisten Treffer erzielt hat. Der Lukas liegt immer ganz nach außen ab. Ja! Stark, Torwart! Ja! Wohin, ey? Alter, wo ich hinschieße? Maske an und durch! Das ist der Sieg! Also! Ui, ja, Junge! Aber kurze Ecke. Ich glaub, ablegen. Und Kammer umgefallen. Hier, voll langweilig so. Ja, wenn du so stehst. Oh! Komplette Eskalation! Nice. Fingerspitzen! Und wer läuft an, ist es Naldo. Naldo! Ja, Junge! Torwart! Es läuft auf ein Unentschieden heraus. Also man sieht halt, wer bei Freekickers Fußball spielen kann, Ingame spielen kann und wer einfach nur lächerliche Freistöße aus dem Stand schießt. Man sieht halt, wer nur Scheiße labern kann. War geile Schusskraft. Mann! Kommt viel zum Ball! Das war eher so Samba, das war eher so. Er war, es hat funktioniert. Jeder hat eine Challenge gewonnen, aber wir müssen einen Schuh an die Zuschauer abgeben. Deswegen Elfmeterschießen, oder? Elfmeterkönig. Also der Erste, der verschießt, der muss seinen Schuh abgeben. Ja, ich melde mich freiwillig. Der Druck ist zu groß. Schnick, schnack, schnuck. Okay, Tim ist raus. Okay, Lukas fängt an. Und dann Tim und dann ich als Letztes. Aber wenn Lukas den Ersten verschießt, wir müssen halt treffen dann. Ja, dann müssen wir treffen, ja. Yes. Alles klar. Okay, Carol. Ey, ohne Spaß. Der war echt nicht. Am Boden zerstört. Warte, wir müssen ihn wegtragen. Das ist eigentlich erbärmlich. Nimm meinen Füßen. Ich dachte, er zählt nicht. Jedenfalls zählt der. Wenn wir beide treffen, ist halt vorbei. Ja. Fertig. Jetzt muss ich konzentrieren. Der Chip. Du hast gemerkt, wie Tim die Schuhe nicht abgeben möchte. Ja, ich verschieße ihn auch. Weil sonst ist unfair. Nein, Digga, hey. Nein! Bindet ihn fest! Hier, Leute, eure Schuhe, Leute. So, Leute, das waren die Skystalker Challenges. Ja, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, welcher Schuh euch am besten gefallen hat. Und es gibt ja natürlich noch eine Verlosung. Lukas als Verlierer muss seinen X17-1 abgeben. Wie könnt ihr gewinnen? Ich würde sagen, einfach in die Kommentare... Ja, Lukas will natürlich den Schuh nicht abgeben, muss er leider. In die Kommentare schreiben, welches Modell euch am besten gefallen hat. Und vergesst nicht euren Instagram-Namen, so können wir euch kontaktieren. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Liken nicht vergessen. Liken nicht vergessen. Das wäre super. Und bleibt wie immer sportlich. Ciao. Und ciao.